So, hallihallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und willkommen zurück auch an die, die im Kanal geblieben sind, von gerade noch rübergeschwappt sind von Red Dead Redemption 2 Online-Modus, wo ich mit meiner Freundin zusammen gespielt habe. Es geht jetzt wieder mal weiter mit Dead by Daylight. Ich hatte immer wieder Lust drauf. Vor allem nachdem Red Dead Redemption 2 ständig abgekackt hat. Und das noch nervt gerade aktuell. Wieder mal Lobby-Simulator, aber das macht nichts. Ja, ich hatte Lust auf Freddy. Oder spiele ich Kotzetante? Ich weiß noch nicht. Oder Miss Piggy. Ja, ich spiele Miss Piggy. Definitiv Miss Piggy. Oh, ich habe ein pinkes Mori. Ist morgen Mitte noch nicht. Lobby Simulator abgeschlossen. Klick doch auf bereit. Allesamt.
Oh Mann, haben die schon disconnected oder was ist da los? Miss Piggy incoming. Also ich werde nicht viele Runden machen, vielleicht zwei, maximal drei. Nur dass ihr schon mal drauf vorbereitet seid. Wird ein kurzer Stream. Genau, auch deswegen. Aha, gefehlt. Das ist mein Ruin. Bin's so sneaky und unterwegs. Sneaky Miss Piggy. Falle auf. Yeah.
Ach, du bist doch dumm. Ein Vierkabel. Ja. Lukencamper. Was ein Antimed.
Und Level Up. Ah, cool. Lehrbare Talente sind jetzt verfügbar. Schalte lehrbare Talente frei, damit dieselben Talente auf dem Blut deiner anderen Charaktere erscheinen. Cool. Ah, das ist das hier zum Beispiel. Henkersstreich. Die Orangen sind das. Ruinrang 2. Lobby Simulator.
Oh. Oh wei, ich glaube auf der Karte war ich noch nie als Killer. Sind die alle in einem Generator? Oh, da scheinen zwei zu sein. Da bist du. Bill, guter Bill. Dich krieg ich, dich krieg ich.
Lupen üben wir auch noch. Würde ich sagen. Alter, dein Ernst. Ist das so dumm, oder? Blödia, Blödia. So blöd, aber... Ja, gut.
Erst durch die Hedge, durch die sogenannte Luke. Verbindung. Jetzt los. Was ist denn jetzt los? Stream läuft aber noch. Dead by Daylight ist gequetscht. Mal kurz neu starten. Ich wollte wenigstens noch Ruin Rang 2 holen. Habe ich jetzt nämlich, kann ich jetzt nämlich freischalten. Fluchruin. Und dann war's das aber. Ist auch witzig, dass die Luke direkt vorm Ausgang war. Eigentlich völlig sinnfrei, aber. Ja. So ist Dead by Daylight halt. Verbindungsfehler. Keine Verbindung zu Online-Diensten möglich. Was ist denn hier los? Oder liegt in Steam? Nee, die Avatare sind ja auch da. Die laufen ja auch über Steam. Keine Verbindung. Ah, du liegst doch in Steam. Mal kurz Steam neu starten. Einen Moment. Ich wollte doch nur Ruin 2 noch freischalten mit Miss Piggy.
Schatz? Okay, scheinbar will Steam nicht mehr starten. Warum auch immer. Bis jetzt noch mal. Ah. Jetzt auf einmal, okay. Auf einmal doch, ja dann. Dann probieren wir es noch mal. Ich wollte nur zwei neue Dinger freischalten. Ein Opfergraben-Dings und dann Ruin 2. Mit Miss Piggy. Ja, das sieht ja schon besser aus. Ja. Was zum... Das heißt, mein aktuelles Status sei offline. Bescheuert. Stimmt doch gar nicht. Kriegen wir alles hin. Ja, keine Ahnung, es liegt. Ich probiere jetzt mal Steam neu zu starten.
So, noch ein Versuch und wenn es jetzt nicht klappt, dann hat es ja nicht sollen sein. Bin ich da ganz pragmatisch. Einfach nicht wahr? Stimmt doch nicht. Gut, keine Ahnung, was da schief gelaufen ist oder was da gerade schief läuft. Ich habe da jetzt gerade keinen Einfluss drauf. Egal. Nö, ich gibt's trotzdem. Gucken mal, wer online ist. Dann zeige ich schon mal Ciao mit V. Auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch wenn ihr es nicht sehen könnt und es dadurch keinen Sinn ergibt, aber ist mir gerade egal. Ich danke euch fürs Zuschauen bis hierher. Auch wenn es jetzt nur zwei Runden waren und es jetzt noch technische Probleme gab, aber ja, das ist halt manchmal so. So, ich schicke euch zu Fledermaus rüber. Glaube ich, der oder die hat nicht viele Zuschauer. Und da seid ihr gut aufgehoben, spielt auch Killer, müsst ihr euch also gar nicht groß umgewöhnen. Lasst einen Gruß da, wenn ihr wollt, ein Follow, wenn euch gefällt, was ihr seht. Auf jeden Fall lasst einen View da. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ich sage schon mal Tschüss. Und nochmal danke fürs Reinschauen. Wie immer der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Dort wird das Video vom Stream zeitnah jetzt direkt hochgeladen. Und dort dürft ihr gerne kommentieren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ja, und was ihr gerne sehen wollt. Soweit es für mich umsetzbar ist, werde ich das tun. Und dann seht ihr das im Stream, was euch auch interessiert. Gut, nochmal danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.